Und ein herzliches Willkommen zurück, seit langen Ewigkeiten mal wieder bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von der Gameplays als Hobby und habe jetzt mal angefangen, weil sich ein Abonnent sich gewünscht hat oder hat zumindest gefragt, wann denn endlich mal wieder was von Pokémon Tekken DX kommt. Und da habe ich mir gedacht, gut, lieber Tobias Balzer, hier bin ich wieder mit Pokémon Tekken DX. Mal gucken, wie gut es mittlerweile läuft. Ich habe jetzt, wie du schon selber gemerkt hast, schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bin mal echt mal gespannt. Die tägliche Herausforderung habe ich geschafft. Sogar 3-0. Das war jetzt ein 3er-Teamkampf. 3 gegen 3 und ich habe 3-0 gewonnen. Hm? Okay, mit Macho Mai. Mal schauen, wie es hier mit dem Online-Kampf wird. Ich war hier schon ewig nicht mehr dabei. Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich noch überhaupt weiß, wie es funktioniert. Sieger haben wir ja endlich unsere 200 geknackt gehabt beim letzten Mal. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das her ist. Gut, wir fangen einfach mal an mit Rangmatch und mit dem ersten Kampf. Wir haben es gemacht damals, ich glaube immer 3 Kämpfe. Und, ja gut, ich weiß jetzt zwar nicht, mit wem ich kämpfen soll. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit... Mit Macho Mai habe ich eben gerade angefangen zu spielen bei der täglichen Mission. Ich nehme jetzt mal Macho Mai. Von der Statistik her war ich mit dem jetzt zwar bis jetzt noch nicht allzu gut, aber man kann ja was werden. Keine Ahnung. Die Suche läuft. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Neuer Herausforderer. Ein Gegner wurde gefunden. Lieber Tobias Balzer, es geht los. Italien, 133 Siege. Silver 05 mit Pikachu. Hallo. Und sie sieht irgendwie wütend aus. Gruppe C5, oha. Ich meine, das bin ich ja auch geworden. Mal schauen, ob ich es halten kann. Wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Schauen wir mal. Oh, es hängt. Eieieiei. Wer hat da die schlechte Internetverbindung? Oh, so ein Spiel macht aber keinen Spaß. Die Verbindung zum Gegner ist abgebrochen. Dankeschön. Habe ich jetzt eine Niederlage mehr bekommen? Ein Sieg zumindest nicht, aber mir wurde jetzt auch nicht angegeben, dass ich irgendwie Strafpunkte bekommen habe. Also von daher lag es nicht an mir. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir gleich wieder jemanden finden. Damit es direkt weitergehen kann. So, gegen Macho Mai. Achso, das Computer. Ah, da haben wir schon jemanden. Wen haben wir da? Wen dürfen wir begrüßen auf YouTube? Degenfechter aus Deutschland. 29 Siege, Gruppe D5. Oh, ich bin Gruppe D1 sogar. Ich bin gar nicht C5. Ich dachte, ich wäre aufgestiegen. Oder bin ich von D2 auf D1 aufgestiegen? So, gegen Sevaro. Das ist natürlich auch wieder ein schneller Gegner. Mal gucken.
Nein! Ah, okay, doch. Jawoll! Oh. Ich hab den Adrenalinschub von dem Spiel total vergessen, ey. Mein Herz pocht. Meine Güte. Tobias Balzer, da hast du mich wieder auf was gebracht hier. Ah, ich wollte gerade hüpfen. Ah. Da bin ich jetzt gehüpft, aber diesmal hat er mich erwischt. Ah, shit, zu früh losgelassen. Nein! Oh, jetzt haut er mich aber um hier. Jawoll! Gewonnen! 2-0! Woo! Und die Action läuft hier. Ausgezeichnet! Ja! War aber ganz ehrlich gesagt nicht leicht. Gegen Drescher oder wie auch immer du nochmal gehießen hast. War ein sehr guter Kampf. Hat mir gefallen. Was eine Bewertung, ey. Fast alles auf 5. Tobias Balzer, erster Kampf seit Ewigkeiten und gewonnen. Cool. Dann nehmen wir mal den nächsten Kampf. Suchen wir mal den nächsten Gegner. Wir sind bei 8 Minuten. Ein Kampf geht auf jeden Fall noch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Lucario mit A, also von A, yes, aus Frankreich. Gruppe D5. Entschuldigung, falls ihr was gehört habt. Zwei Kampf-Pokémon. Ein Klassiker gegen jemanden Neueres. Oh, ich wollte gerade angreifen. Dann hau ich den halt eben so in die... Oh, Maschumai. Das geht aber gut. Dafür, dass ich so eine ewig lange Pause hatte. Na okay, ich glaube, jetzt hat er mich. Mmh.
Na, ah, Mist. Nein, voll reingerannt. Scheiße. Oh, 1-1. Eieieiei. Jetzt geht's um die Wurst. Um die Wurst. Dieses Wort. Nein! Ha! Jawohl! Ach ja. Wahnsinn! Ich glaube, die lange Pause tat mir gut. Bis jetzt. Wer weiß, wie der nächste Kampf wird. Keine Ahnung. Ich kämpfe ja nicht gegen Gruppe A oder B oder sowas gerade. Okay, ein Kampf geht noch in dem Video. Wen haben wir? Wen finden wir? Neuer Herausforderer. Lykan mit Lucario 3194 Siege. Na super. Aus Vereinigten Staaten. Wenn es jetzt auch noch gewinnt, dann. Keine Ahnung. Gruppe A5. Was habe ich vorhin gesagt? Ich kämpfe ja nicht gegen Gruppe A oder B oder sowas. Toll. Ich nehme sie ja zurück. Oh, ich hab grad gedrückt, ey. Haha, ja, wie geil ist das denn? 1-0! Wahnsinn! Hey, mit Machima habe ich eigentlich nie so wirklich online gekämpft, wie ich gesehen habe, aber irgendwie. Die haut ständig ab, ey. Wow, jetzt aber. Okay. Die Runde ging sehr stark an sie. Meine Güte.
Shit! Nein! Okay. Naja gut, eine Runde ging gut. Ja, leider die anderen beiden nicht so. Na gut, okay. Aber Tobias Balzer war doch ein guter Start schon mal wieder zurück nach Pokémon Tekken DX. Okay. Diesmal 16 Minuten, passt also. Dann würde ich sagen, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit mir von Löhr Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und Daumen hoch, falls ihr nicht mehr neu bei mir seid, aber schon gern bei mir guckt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Und ja, bis dahin viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite generell. Und bis dann. Und ich drücke mal auf Stopp. Tschüss.